Hallo zusammen, heute sind wir drin und ich habe hier einen Defender mit einem Wohnmobilaufbau. Und original ist hier 280 Ampere AGM Batterien drin und die haben wir ersetzt durch eine Saftkiste. Ja, hier hat es eine Halterung, die wird hochgezogen und original sind hier zwei Batterien drin. Diese 80 Ampere, nicht AGM, sondern Shell-Batterie. Und neu ist eine 130 Ampere Saftkiste drin. Das heißt, bei der Batterie hier habe ich 80 Ampere nutzbare Kapazität. Also ich kann ja hier nur die Hälfte dieser Batterie nützen, weil zwei drin sind, sind es 160 Ampere und die nutzbare Kapazität sind 80 Ampere. Hier bei der Saftkiste, das ist die 130 Ampere, man sieht es hier, ja, knapp. Hier kann ich 130 Ampere nützen. Wir hätten auch Platz, dass man noch eine zweite hinkriegt, aber ich denke, dass das nicht nötig ist in diesem Fahrzeug. Von dem her machen wir hier eine Saftkiste rein und so haben wir mehr Kapazität als früher. Ja, das ist es jetzt hier bei uns und die Batterie wird jetzt noch hochmontiert. Wir haben es App getestet, die Ladung ist vom Ladegerät etwa 13 Ampere, von der Lichtmaschine kommen 40 Ampere. Solar bei dem Wetter, es regnet draußen, ist bewölkt, kommt zurzeit wahrscheinlich gar nichts. Hier gebe ich euch Informationen über die Saftkiste selber, also die Batterie-Saftkiste. Bei mir hört sich das, weil ich bin ja hier aus dem Thurgau, eher an wie Apfelsaft, weil der Thurgau ist der Kanton der Mostindier, weil wir werden 70% aller Schweizer Äpfel produziert. Saftkiste, also von dem her ist für mich eine Saftkiste. Diese Batterie hier mit dem Namen Saftkiste, hier ein Video und ich wünsche euch einen schönen Tag.